Hallo und herzlich willkommen zum Methoden-Tutorial. Mein Name ist Johannes Christopher und heute schauen wir uns einmal die Theorien der klassischen Fantastik und der Neofantastik genauer an. Dabei handelt es sich um zwei Theorien, die erste von Zvetan Todorov und die zweite von Chaim al-Asraqi, die das literarische Phänomen der Fantastik theoretisieren und auf unterschiedliche Weise kontextualisieren. Beide Theoretiker stellen sich dabei die Frage, inwiefern sich das Genre definieren lässt, wie es funktioniert, welche Weltvorstellungen daran geknüpft sind und welchen Platz das fantastische Ereignis selbst im Text einnimmt. Bevor wir die jeweiligen Theorien aber genau unter die Lupe nehmen, werfen wir einen kleinen Blick auf die Vorgeschichte und auf die kulturellen, philosophischen und ideengeschichtlichen Kontexte dieses literarischen Phänomens. Wie wir dabei feststellen werden, handelt es sich bei der Fantastik entgegen der allgemeinen Vermutung keineswegs um ein vollkommen realitätsfernes Genre. Vielmehr handelt es sich hier um eine Literatur, die eng mit der jeweiligen gesellschaftlichen, kulturellen und sozialen Wirklichkeit verknüpft ist. Sie fordert nämlich nicht nur die Vorstellung von Realität heraus, etwa durch die Erscheinung von Geistern, Vampiren oder anderen unerklärlichen Phänomenen, die sich nicht einfach in ein rationales Weltbild einordnen lassen, sondern sie hinterfragt gleichzeitig in ihren ambivalenten Perspektiven, Ereignissen und Erscheinungen eine eindeutige Darstellungsweise und Vermittlung von Wirklichkeit. Anstelle der epischen Breite und Detailgenauheit eines realistischen Erzählers oder den wunderbaren Eigenlogiken von Märchen- oder Fantasy-Texten erwarten uns durchwegs ambivalente Welten, die keine einfachen Deutungen und Lösungen zulassen. Wir werden mit Visionen konfrontiert, Albträumen, Wahnsinnsvorstellungen oder schlicht und einfach Phänomenen, die uns, die Leser, genauso wie den Protagonisten, vor ein Dilemma stellen. Ist das, was hier im Text passiert, Wirklichkeit oder Traum? Wahrheit oder Illusion? Bevor wir mit der Theorie beginnen, hören wir uns aber erstmal ein kleines Beispiel an und begeben uns auf die Reise zu einem alten, verlassenen Landhaus, das unheimlicher nicht sein könnte. I know not how it was, but with the first glimpse of the building, a sense of insufferable gloom pervaded my spirit. I say insufferable, for the feeling was unrelieved by any of that half pleasurable, because poetic, sentiment with which the mind usually receives even the sternest natural images of the desolate or terrible. I looked upon the scene before me, upon the mere house, and the simple landscape features of the domain, upon a few rank sedges, and upon a few white trunks of decayed trees, with an utter depression of soul which I can compare to no earthly sensation. What was it, I paused to think, what was it that so unnerved me in the contemplation of the House of Usher? It was a mystery all insoluble. Schon beim bloßen Anblick scheint dieses Haus etwas Unbeschreibliches auszustrahlen. Aber haben wir es hier mit einem Haus zu tun? Oder mit einem Portal in übernatürliche Gefilde? Der Text selbst macht uns diese Entscheidung relativ schwierig. Wir haben hier mehrere ambivalente Marker. Der Erzähler beginnt bereits mit dem Eingeständnis, I know not how it was. Er weiß selber nicht, weshalb ihn diese Gefühle heimsuchen beim Anblick dieses Hauses. Es erscheint ihm unbeschreiblich, unerklärlich, a mystery all insoluble. Und dennoch unglaublich nahe, mit einem Gefühl des absoluten Grauens und einer dunklen Vorahnung der unheimlichen Ereignisse, die sich im weiteren Verlauf des Textes ereignen. Ebenso wie der Protagonist, an dessen subjektiver Perspektive wir gebunden sind, bleiben wir aber zunächst unschlüssig ob der tatsächlichen Natur des Hauses. Edgar Allan Poes Kurzgeschichte The Fall of House Usher bildet somit ein exemplarisches Beispiel für die Funktionsweise des Fantastischen. Mit einem Zitat aus der Sekundärliteratur zusammengefasst, Poe has created such a perfect dreamland as a house of mirrors, that hesitation seems the only rational response to the story. Und es ist genau dieses Zögern, diese Unschlüssigkeit, die für Zvetan Todorov das zentrale Merkmal der Fantastik ist. An dieser Stelle ein Zitat aus seinem Schlüsselwerk Einführung in die fantastische Literatur. Wirklichkeit oder Traum, Wahrheit oder Illusion. Wir sehen uns ins Zentrum des Fantastischen geführt. In einer Welt, die durchaus die unsere ist, die wir kennen, geschieht ein Ereignis, das sich aus den Gesetzen eben dieser vertrauten Welt
nicht erklären lässt. Der, der das Ereignis wahrnimmt, muss sich für eine der zwei möglichen Lösungen entscheiden. Entweder es handelt sich um eine Sinnestäuschung, ein Produkt der Einbildungskraft und die Gesetze der Welt bleiben, was sie sind. Oder das Ereignis hat wirklich stattgefunden, ist integrierender Bestandteil der Realität. Dann aber wird diese Realität von Gesetzen beherrscht, die uns unbekannt sind. Das Fantastische liegt im Moment dieser Ungewissheit. Es ist die Unschlüssigkeit, die ein Mensch empfindet, der nur die natürlichen Gesetze kennt und sich einem Ereignis gegenübersieht, das den Anschein des Übernatürlichen hat. Sinnestäuschung, Einbildungskraft, Imagination, Wahrheit, Traum und schließlich die Unschlüssigkeit sind alles Schlüsselworte in Todorows Theorie. Sie tauchen aber keineswegs zum ersten Mal in Literatur- und Philosophiegeschichte auf. Um die Kontexte der Fantastik und der Theorie Todorows sowie auch der Alasrakis besser zu verstehen, lohnt es sich deshalb, einen kleinen Rückblick auf die Begriffsgeschichte des Fantasiebegriffs und die Entstehungsgeschichte der Fantastik zu werfen. Während sich ein Großteil des Fantastischen im Rahmen einer Fantastikwelle in der europäischen Literatur und Kunst in der beginnenden Moderne, das heißt im späten 18. und 19. Jahrhundert, lokalisieren lässt, sind die darin angelegten Begrifflichkeiten bereits in zahlreichen diskursiven Vorformen und Konzepten zu finden, die sich weit über das spezifische literarische Phänomen hinaus erstrecken. Wie Renate Lachmann in diesem Kontext betont, spielen sich die Entwicklungen der vergleichsweise jungen Fantastik vor dem Hintergrund einer weitreichenden Debatte über die grundlegenden Kategorien, Regeln und Problematiken menschlich-subjektiver Wahrnehmungs- bzw. Imaginationsprozesse und den damit verbundenen Darstellungsmöglichkeiten von Wirklichem und Unwirklichem ab. Hinsichtlich der mit der Benennung fantastisch verbundenen Termini der Fantasie, des Imaginären und des Trugbildes zeichnet Lachmann eine Entwicklung dieser Begrifflichkeiten nach, die von den poetologisch-ästhetischen Überlegungen der Romantik bis hin zu grundlegenderen Kategorien der antiken Rhetorik und der Philosophie reicht. Eine wesentliche Rolle spielen dabei die Begriffe des Phantasma und der Fantasia, als Mittel einer Aushandlung der rhetorisch-kreativen Einbildungskraft, die als, Zitat Lachmann, Seelenvermögen, dichterisches Verfahren der Vergegenwärtigung oder als dessen Produkt als erkenntnisfördernde oder gefährdende Instanz agieren kann. Diese griechischen Bezeichnungen, Phantasma und Phantasia, finden sich bereits in den Werken Platons und Aristoteles wieder. In Aristoteles' De Anima erscheint Phantasia dabei unter anderem erstmals als eine Bezeichnung für ein inneres Vermögen. Das heißt, eine Art visualisierende Mittelstelle zwischen physischer Wahrnehmung, Denken und innerer Vorstellung agiert. Man könnte hier quasi von einer Kapazität sprechen, die als innere Leinwand unseres menschlichen Kopfkinos funktioniert, auf die äußere Eindrücke projiziert werden können. Eine besondere Rolle spielt dabei das Konzept des Phantasmas. Das Phantasma würde in der Kopfkino-Analogie das sein, was auf die Kopfkino-Leinwand projiziert werden könnte. Das Interessante daran ist dabei die Idee, dass das, was auf diese Weise präsent gemacht oder vergegenwärtigt wird, nicht tatsächlich physisch da sein muss. Wir können vorangegangene Wahrnehmungen Revue passieren lassen, neue Ideen und Assoziationen bilden, die alle eigentlich nur virtuell in unserer Imagination existieren, aber für uns nicht minder real sind. Zum Beispiel können wir an eine Person oder eine Sache denken, die uns zum Lachen bringt. Und auch wenn sie nicht konkret vor unserem tatsächlichen Auge da sind, also physisch da sind, lösen sie eine konkrete physische Reaktion bei uns aus, sobald wir sie auf unserer imaginären Leinwand visualisieren. Phantasia und Phantasma agieren somit als vermittelnde Kapazitäten zwischen Geist und Körper, Innen- und Außenwelt, und sind eng mit Wahrnehmung und Wirklichkeit, aber auch mit Einbildung und innerer Illusion verknüpft. Wir finden hier also bereits zwei Begriffe vor, die diese widersprüchlichen Kategorien miteinander inneren verbinden. Und darin ist bereits etwas von dieser Sprengkraft angelegt, die sich auch später in der Fantastik wiederfinden lässt. Als zu bändigende Mittel spielen diese Konzepte der Fantasie, des Kopfkinos und der Imagination in Rhetorik und Dichtung eine wesentliche Bedeutung und stellen uns vor ähnliche Dilemmata. Denn Sprache und Schreiben basieren grundsätzlich auf einem relativ ähnlichen Prinzip. Durch Zeichen realisieren und kommunizieren wir wirkliche Wahrnehmung und Gegenstände, allerdings müssen diese nicht vorhanden sein, wie in uns an Saussure, der später daran in seiner Trennung von Signifikat, Signifikant und Referent anknüpft.
Wir bedienen uns ständig sprachlicher Phantasmen, sowohl um Reales zu kommunizieren, vor allem aber auch um Sachen auszudrücken und zu erschaffen, die keinerlei wirkliche Basis haben. Das kann sowohl auf einfache Lügen, rhetorische Tricks und Übertreibungen hinauslaufen, als auch auf komplett fiktive Gegenwelten, Szenarien oder Gegenstände, die uns aber trotzdem erst einmal als sprachliche Realität präsentiert werden und als solche angenommen werden. Im Kontext der Literaturgeschichte spricht Renate Lachmann hierbei von einer realitätsabgewandten oder realitätsüberhöhenden Potenz der Einbildungskraft, die in zahlreichen Poetiken von der Antike bis zur Romantik thematisiert wird. In den Poetiken, das heißt Überlegungen über die Art und Weise des richtigen Dichtens oder Schreibens, tauchen Fantasie, Phantasma und imaginäre Bewusstseinspotenziale als Voraussetzungen für das Vermögen, poetische Trugbilder und subjektive Vorstellungen fiktional zu realisieren auf. Allerdings wird darin zumeist versucht, diese Einbildungskraft durch Regeln zu bändigen, etwa durch das Etablieren von Normen, wie man eine bestimmte Wirklichkeit natürlich darzustellen hat. Dem Autor wird meist, dort wo es schicklich ist, eine gewisse Lizenz zum Fantasieren unter dem Deckmantel des Realistischen, Komischen oder Dramatischen eingeräumt. Allerdings wird ein zu viel des Fantasierens, ein Schreiben, in dem quasi die Fantasie mit dem Autor durchgebrannt ist, meist negativ besetzt. Das ändert sich allerdings mit den Poetiken der Romantik, in denen nach Lachmann Fantasie und Einbildung zu eigenständigen Gestaltungsprinzipien erhoben werden und vor allem nicht mehr ein Negativ sind, sondern etwas Produktives, etwas, das man aktiv nützt. Aber auch vor der Romantik finden sich literarische Beispiele, in denen offensichtlich phantasmatische Szenarien und Gegenwelten bewusst eingesetzt werden. Schlagen wir also nochmal kurz in der Sekundärliteratur nach. Michael Bachtin siedelt etwa die subversiven Ursprünge des phantastischen Diskurses im Kontext seiner Theorien über polyphone Schreibweisen in der Tradition der menippischen Satire an. Dieses Genre, das es bereits seit der Antike gibt und später vor allem in der Renaissance wieder aufgegriffen wird, stellt für ihn die reinste Form des Phantastischen dar. In deren symbolisch aufgeladenen Rahmen werden vor allem philosophische Ideen und Wahrheiten vor dem Hintergrund außergewöhnlicher Ereignisse und Reisen auf satirische Weise auf die Prüfung gestellt. Moderne Beispiele wären etwa Jonathan Swift's Gulliver's Travels oder François Rabelais' Gargantua und Pantagruel. In den Welten der menippischen Satire finden wir oft verdrehte Realitäten und absurde Szenarien vor, in denen philosophische Ideen, gesellschaftliche Normen und Wahrheiten invertiert, gegeneinander ausgespielt und letztendlich vor allem hinterfragt werden. Der Anspruch einer natürlichen Realitätsdarstellung wird dabei bewusst hintangestellt. Es geht nämlich nicht primär um das Etablieren einer Wahrheit und einer damit zusammenhängenden Weltanschauung, sondern um das Hinterfragen eindeutiger Wirklichkeitsmodelle. Das Besondere dieser Form liegt dabei in ihrer transgressiven, freien und spielerisch ungebundenen Kombination heterogener Diskurselemente des realen Fantastischen, des Tragischen und Komischen, des Vergangenen und Gegenwärtigen, des Kruden und Ideellen. Ähnlich zu Bachtins Konzept des Karnevalesken ist dieser polyvalente Modus durchaus transgressiv. Wie Rosemary Jackson in ihrer Fantastikdefinition anmerkt, die auch wesentlich auf Bachtin aufbaut, knüpfen die späteren Formen des Fantastischen wesentlich an diese Tradition an. Aber an die Stelle einer temporären, spielerischen oder karnevalesken Inversion der kulturellen Ordnung und Wirklichkeit, die entweder als Suche nach einer tiefer liegenden natürlichen Wahrheit oder als kompensatorische Fantasie einer umgedrehten Welt im Sinne von Bachtin funktioniert, tritt eine verstärkte Entgrenzung, die als Ausdruck einer Entfremdung von einer zunehmend fragmentierten, komplexen und unwirklich wahrgenommenen Realität gelesen werden kann. Dieser Kontext einer zunehmend unkontrollierbaren und vielschichtigen Wirklichkeit spielt vor allem für den zeitgeschichtlichen Entstehungsraum des Phantastischen ab Ende des 18. Jahrhunderts eine wesentliche Rolle. Zum einen erscheint dabei der Mensch aus einer philosophischen Perspektive immer weniger als Herr seiner Sinne. Während die Denker der Aufklärung des 18. Jahrhunderts vor allem die kognitiven Verstandeskapazitäten und die sich daraus ergebende Freiheit des individuellen Geistes auf der Suche nach Wahrheit und Weltverständnis hervorheben, wandelt sich dieses Vertrauen in die menschliche Vernunft in der späten Aufklärung gewissermaßen in einen grundlegenden Skeptizismus um. Der Descartesche Satz "Cogito ergo sum, ich denke also bin ich", stellt sich nämlich als gar nicht so unproblematisch heraus. Haben Denken und Einbildungskraft, Vernunft und Fantasie nicht denselben Ursprung? Genau dieses epistemologische Dilemma steht auch in Christian Wehrs Untersuchung des Phantastischen im Vordergrund, in der er vor allem an die Implikationen der Kantschen Erkenntnistheorie anknüpft. Die Basis aller Erkenntnis wird bei Kant als ein absolutes Objekt gedacht. Ein a priori, das qua seiner Unzugänglichkeit außerhalb der menschlichen Wahrnehmungsdimension nur über eine konzeptionelle Überbrückung in der menschlichen Vorstellungskraft quasi als eine virtuelle Doppelung seiner selbst in Erscheinung tritt.
So können wir zum Beispiel Unendlichkeit nicht konkret erfahren, sondern nur imaginieren. Und so markieren diese phantasmatischen Doppelungen der Absolute die Grenzen der phänomenologischen, das heißt der durch die eigene Wahrnehmung erfassbaren Welt. Die eigentlichen Grundsteine unserer Realität sind somit eigentlich schon immer imaginär. Vorstellung und Wahrnehmung, Vermittlung und Vermitteltes, Inneres und Äußeres fallen ineinander und können überlappen. Es sind nachher exakt diese erkenntnistheoretischen Ambivalenzen und Implikationen, die vor allem auch in der fantastischen Literatur der Romantik aufgegriffen werden. Parallel zu dieser schleichenden Erkenntnis der grundlegenden Limitationen und Ambivalenzen der menschlichen Wahrnehmung handelt es sich bei der beginnenden Moderne um eine sehr turbulente Zeitperiode. Neben den zahlreichen geistigen Aufbrüchen und wissenschaftlichen Revolutionen haben wir auch zahlreiche konkrete, blutige Revolutionen und drastische gesellschaftliche Veränderungen. Von Ende des 18. Jahrhunderts bis Ende des 19. Jahrhunderts findet ein unglaublich schneller gesellschaftlicher wie technischer Wandel statt, der mehr denn je Fortschritt verspricht, aber gleichzeitig den unbedingten Glauben an die positive Schlagrichtung dieses Fortschritts auch zunehmend hinterfragt werden lässt. Der Mensch ist im aufklärerischen Humanismusgedanken Herr seines Schicksals geworden, offenbart aber dabei auch immer mehr sein konfliktives geistiges Innenleben. Es ist somit eigentlich kaum verwunderlich, dass eine Literatur der Wirklichkeitsbrüche und Ambivalenzen auch in einer Gesellschaft des permanenten Umbruchs floriert. Zum einen kann man beim Fantastischen von einem literarischen Backlash gegen den Vernunfts- und Fortschrittsglauben der Moderne sprechen, hinter deren leuchtender Fassade sich auch zahlreiche düstere Tiefen auftun und in der übernatürliche und unerklärliche Ereignisse ein Skandalon darstellen. Zum anderen ist das Fantastische aber auch letztendlich eine Konsequenz und diskursive Bewältigung der Moderne, quasi ein notwendiges Ventil für dieses Andere, das Unwirkliche, das Unheimliche und Irrationale, das sich unter dem Mantel der Vernunft nun auftut. Einen der ersten Vorreiter und wesentlichen Wegbereiter für das Genre, das aus diesen Einflüssen entsteht und diese bündelt, finden wir in der Gestalt E.T.A. Hoffmanns. Hören wir uns also einen kurzen Abschnitt aus Der Sandmann an, vielleicht sein bekanntestes Werk, und tauchen in die ambivalente Perspektive Nathanaels ein, dem Protagonisten, der uns eine schreckliche Kindheitserinnerung schildert, in der sich der Bösewicht Coppelius vielleicht oder vielleicht auch nicht als die titelgebende Märchenfigur des Sandmanns offenbart. Als ich nun diesen Coppelius sah, ging es grausig und entsetzlich in meiner Seele auf, dass ja niemand anders als er der Sandmann sein könne. Aber der Sandmann war mir nicht mehr jener Popanz aus den Ammenmärchen, der dem Eulennest im Halbmond die Kinderaugen zur Atzung holt, nein. Ein hässlicher, gespenstischer Unhold, der überall, wo er einschreitet, Jammer, Not, zeitliches, ewiges Verderben bringt. Ich war festgezaubert. Auf zum Werk, rief dieser mit heiserer, schnarrender Stimme und warf den Rock ab. Der Vater zog still und finster seinen Schlafrock aus und beide kleideten sich in lange, schwarze Kittel. Wo sie die hernahmen, hatte ich übersehen. Der Vater öffnete die Flügeltür eines Wandschranks, aber ich sah, dass das, was ich so lange dafür gehalten, kein Wandschrank, sondern vielmehr eine schwarze Höhlung war, in der ein kleiner Herd stand. Coppelius trat hinzu und eine blaue Flamme knisterte auf dem Herde empor. Allerlei seltsames Geräte stand umher. Ach Gott, wie sich nun mein alter Vater zum Feuer herabbückte, da sah er ganz anders aus. Ein grässlicher, krampfhafter Schmerz schien seine sanften, ehrlichen Züge zum hässlichen, widerwärtigen Teufelsbilde verzogen zu haben. Er sah dem Coppelius ähnlich. Dieser schwang die glutrote Zange und holte damit hell blinkende Massen aus dem dicken Qualm, die er dann emsig hämmerte. Mir war es, als würden Menschengesichter ringsumher sichtbar, aber ohne Augen, scheußliche, tiefe, schwarze Höhlen statt ihrer. »Augen her, Augen her!« rief Coppelius mit dumpfer, dröhnender Stimme. Ich kreischte auf, von wildem Entsetzen gewaltig erfasst und stürzte aus meinem Versteck heraus auf den Boden. Auch hier können wir, wie im anfänglichen Beispiel Post, nicht vollends determinieren, ob wir es mit einem tatsächlich geschehenden, übernatürlichen Phänomen in der Gestalt des teuflischen Sandmanns zu tun haben oder ob wir einen kindlichen Albtraum des Protagonisten nachverfolgen. Typisch für die fantastische Erzählsituation finden wir hier bei genauerer Betrachtung eine extrem subjektive Perspektive, die uns mit Formulierungen wie »Mir war es als« oder »Dass er der Sandmann sein könne« keine klare Sicht auf die Dinge erlaubt. Es scheint in der Tat auch der Erzähler Nathanael selbst zu sein, der sowohl auf Handlungs- wie auch Motivebene ständig mit Sichtproblemen kämpft.
Der Sandmann droht ihm die Augen zu rauben, augenlose Geistergestalten werden hier im dicken Qualm sichtbar und es ist vor allem der Anblick dieses schrecklichen Szenarios, der Nathanael fast den Verstand raubt. Diese Sichtproblematik, die sich als motivische Ausformung einer allgemeineren Erkenntnisproblematik herausstellt, ist dabei typisch für das Fantastische und wurde auch noch weit nach Hoffmann genutzt. Das Grundprinzip ist die Infragestellung einer, hier im doppelten Sinne, ersichtlichen Realität. Durch ein Ereignis, das sich zunächst weder durch den Protagonisten noch den Leser in die Gesetzmäßigkeiten der erzählten Welt einordnen lässt. Typisch für das klassisch Fantastische ist hier übrigens auch der Schreckenseffekt bzw. das wilde Entsetzen, das die Figuren in der Konfrontation mit dem potenziell übernatürlichen Ereignis ausdrücken und dieses so innerhalb der erzählten Welt auch vor allem als ein außergewöhnliches Ereignis markieren. Würden wir hier keine Reaktion auf das Auftreten dieser teuflischen Figur vorfinden, würden wir zunächst darauf schließen, dass es hier entweder um eine klare Traum- oder andere Realitätsebene handeln muss, in der wir uns befinden, oder dass das Auftreten märchenhafter, teuflischer oder fantastischer Figuren offenbar zum Alltag gehört und wir uns somit in einer märchenhaften Realität befinden. Neben seinem Originalitätsfaktor als ein literarischer Präzedenzfall des Fantastischen ist E.T. Hoffmanns Werk zentral für die Entstehung und Profilierung des Fantastischen, da es auch außerhalb des frühromantischen, deutschsprachigen Raums stark rezipiert wurde. Vor allem in Frankreich fand Hoffmann zunächst seine begeistertsten Anhänger, unter anderem in der Person Charles Nodiers, der mit seinem Essay Du Fantastique en Littérature zu den ersten zählt, der eine fantastische Schreibweise erstmal feststellt, zu kontextualisieren versucht und vor allem für ein fantastisches Schreiben als eine produktive literarische Kategorie argumentiert. In Frankreich entwickelt sich im Rahmen dessen das Récit Fantastique, das sich größter Popularität erfreute und aus dessen späterer Analyse vor allem auch der literaturtheoretische Begriff der Fantastik hervorging. Auch im englischsprachigen Raum ist die Wirkung Hoffmanns nicht zu unterschätzen. Diesem wurden Hoffmanns Werke vor allem durch den 1827 erschienenen Essay On the Supernatural in Fictitious Composition des schottischen Autoren Walter Scott zugänglich gemacht. Während es sich bei dem eigentlichen Essay, zunächst im Gegensatz zu eher enthusiastischen französischen Rezeption, um eine dezidierte Kritik an Hoffmanns exzessivem Gebrauch des Fantastischen handelt, spielte er auch eine wesentliche Rolle in der transnationalen Verbreitung seiner fantastischen Ästhetik. Scott übersetzte Hoffmanns Werke nämlich auch und machte sie damit dem englischen Publikum auch auf der Seite des anderen Atlantiks zugänglich. Poes 1839 erschienene Kurzgeschichte The Fall of House Usher weist so zum Beispiel deutliche Parallelen zu Hoffmanns 1817 erschienener Erzählung Das Majorat auf, das unter anderem auch von Scott übersetzt wurde. Das Fantastische, zu dessen literaturgeschichtlichen Katalysatoren Hoffmanns damit gehörte, offenbart sich somit vor allem als ein grenz- und kulturüberschreitendes Phänomen, das sich ab Ende des 18. bzw. dem Beginn des 19. Jahrhunderts in unterschiedlichen poetologisch-programmatischen und ästhetischen Ausformulierungen als ein literarischer Begriff zunehmend etabliert. Mit einem Zitat Andrew Cusacks und Barry Murnames zusammengefasst: Hoffmann flew about Europe like a subversive telegram. Der eigentliche Begriff Fantastik als eine literaturwissenschaftliche Kategorisierung bzw. als eine Benennung für ein Genre literarischer Texte bürgert sich schließlich erst im Laufe des 20. Jahrhunderts ein, vor allem im Kontext der Analyse des französischen Récit Fantastique oder Conte Fantastique. Das Fantastische als ein Genre ist somit vor allem ein Phänomen der Literaturtheorie, die sich daran versucht hat und noch immer versucht, eine Reihe von Werken unter einen begrifflichen Schirm zusammenzufassen und zu definieren. Wie eigentlich in jedem Genre haben wir es hier mit einer Erscheinung zu tun, die zunächst in einigen Vorformen und Vorreitertexten punktuell auftaucht, später mit zunehmenden Vorkommen in poetischen Reflexionsversuchen als amorphe Masse Form annimmt und schließlich in der modernen Literaturtheorie als mehr oder minder fester Genrerahmen abgesteckt wird. Allerdings wird die Definition des Genres Fantastik noch bis heute heiß debattiert. Die große Fülle an Figuren, Themen und Motiven, die unter dieses Begriffsfeld einer genuinen fantastischen Literatur gesammelt werden können, ist nämlich nicht unproblematisch. Das Erschaffen und Entfesseln phantasmatischer Potenziale in der Form eigentlich unmöglicher Ereignisse, Welten und Figuren, die gegen konventionelle Regeln des realistischen Erzählens oder den Poetiken einer natürlichen Wirklichkeitsabbildung verstoßen, charakterisiert schließlich einen nicht unerheblichen Teil des literarischen Kanons. Definitionsversuche reichen so von eher klassischen Bestimmungen, die an eine zeitlich begrenzbare Reihe von Werken und Autoren des 18. und 19. Jahrhunderts geknüpft werden,
bis hin zu weitreichenderen Annäherungen ein umfassenderes literarisches Phänomen, unter dessen Schirm sich unter anderem auch Werke der Fantasy- und Science-Fiction-Literatur gesellen können. In Hans Brittnachers interdisziplinärem Handbuch für die Fantastik finden sich im Kapitel zu Genres zum Beispiel auch Unterkapitel zu Fantasy, Cyberpunk, Groteske, Märchen, Science-Fiction, Schauroman und schließlich auch Utopie, Dystopie. Ein wesentlicher Unterscheidungspunkt bei der definitorischen Reichweite der Unterscheidungen ist dabei, ob das reine Auftauchen potenziell übernatürlicher Elemente bereits ein Kriterium darstellt oder ob das Verhältnis und Wirkung dieser Elemente zu den diegetischen Regeln eine zentrale Rolle spielt. Uwe Durst spricht in diesem Kontext von maximalistischen und minimalistischen Ansätzen. In maximalistischen Definitionen werden generell Texte, in deren fiktiver Welt die Naturgesetze verletzt werden, zur fantastischen Literatur gezählt, wobei ein Zweifel an der binnenfiktionalen Tatsächlichkeit des Übernatürlichen keine definitorische Rolle spielt. Damit würden schließlich auch Science-Fiction, Fantasy und Märchen zur fantastischen Literatur zählen. In minimalistischen Definitionen ist hingegen genau der binnenfiktionale Zweifel an der Tatsächlichkeit des Übernatürlichen ausschlaggebend. Damit scheinen sie auch letztendlich für unsere Betrachtung genauer und relevanter. Erste Definitionsversuche in diese Richtung beschäftigen sich vor allem mit der Wirkung des Übernatürlichen. Schrecken und Ungewissheit spielen dabei eine Schlüsselrolle. H.P. Lovecrafts Überlegungen zu einer fantastischen Angstatmosphäre sind hierbei auf poetologischer Seite ein bekanntes Beispiel. Auf literaturtheoretischer Seite sind vor allem die frühen Untersuchungen Kaloas und Was bekannt. Für beide spielen ebenfalls Angst und ein effektvolles Einbrechen des Übernatürlichen in eine realistisch scheinende Welt eine zentrale Rolle. Nach Kaloas offenbart das Fantastische, Zitat, ein Ärgernis, einen Riss, einen befremdenden, fast unerträglichen Einbruch in die wirkliche Welt, in der das Wunderbare zu einer verbotenen Aggression wird, die bedrohlich wirkt und die Sicherheit einer Welt zerbricht, in der man bis dahin die Gesetze für allgültig und unverrückbar gehalten hat. Für Louisa stellt das Fantastische, Zitat, den Einbruch eines übernatürlichen Ereignisses in eine von der Vernunft regierte Welt dar, der den Leser einen typischen Schauer erfahren lässt, der durch einen Konflikt zwischen dem Realen und dem Möglichen hervorgerufen wird. Beide betonen jeweils einen Riss oder einen Bruch der Wirklichkeit und deren erschreckenden Effekt auf Leser und Figuren. Diese Definitionen klingen zunächst schlüssig, offenbaren sich aber bei genauerer Betrachtung als relativ schwammig. Springen wir an dieser Stelle gleich in eine der einführenden Passagen Todorovs. Man ist überrascht, noch heute derartige Urteile seitens ernsthafter Kritiker zu vernehmen. Wenn man ihre Äußerungen wörtlich nimmt und akzeptiert, dass man beim Leser das Gefühl der Angst feststellen können muss, dann muss man daraus folgern, und sollte das wirklich im Sinne der Autoren sein, dass die Gattung eines Werkes von der Nervenstärke seines Lesers abhängt. Ebenso wenig lässt sich die Gattung dadurch näher bestimmen, dass man das Gefühl der Angst in den handelnden Personen aufsucht. Auf der einen Seite können Märchen auch Angstgeschichten sein, so etwa die Erzählungen Perrauts. Auf der anderen Seite gibt es fantastische Erzählungen, denen das Element der Angst völlig fehlt. Hier handelt es sich also offenbar um eine Kritik an Kaloas und Wa, und sobald wir weiterlesen, finden wir auch seine Kritik an maximalistischen Ansätzen. Man kann sich keine Gattung vorstellen, die sämtliche Werke, in denen Übernatürliches vorkommt, in einen neuen Ordnungszusammenhang stellte und die, unter diesem Gesichtspunkt, Homer ebenso wie Shakespeare, Cervantes ebenso wie Goethe umfassen müsste. Das Übernatürliche charakterisiert die Werke nicht genau genug, seine Reichweite ist viel zu groß. Was nun aber ist Todorovs eigener Ansatz? Hier kommt das bereits anfangs zitierte Unschlüssigkeitskonzept ins Spiel. Das eigentlich Fantastische beschränkt sich nach Todorovs Analyse zunächst vor allem auf den beunruhigenden Moment der Ungewissheit bzw. der temporären Ambiguität, in deren Rahmen Leser wie Protagonist sich einem Ereignis gegenüber sieht, das den Anschein des Übernatürlichen hat, sich aber nicht mit vollkommener Sicherheit in die Kategorien des Realen, Imaginären oder Wunderbaren einordnen lässt. Findet das unerhörte Ereignis tatsächlich statt und verweist so auf eine alternative Wirklichkeitsebene, die nun unter den sicher geglaubten Gerüsten der etablierten Realitätsmodelle hervorbricht? Oder handelt es sich lediglich um eine Sinnestäuschung, eine Halluzination oder andere realistisch erklärbare Phänomene? Es ist, Zitat Todorov, diese Möglichkeit der Unschlüssigkeit angesichts dieser Alternativen, die die Wirkung des Fantastischen schafft. Die so erzeugte Ambivalenz des gleichzeitigen Möglichseins unterschiedlicher Deutungsalternativen und das verunsicherte Oszillieren zwischen diesen Variablen, Realität, Imagination, Traum, Wirklichkeit, bilden den Kern der fantastischen Situation. Auch der Leser wird auf diese Weise, Zitat Todorov, zwischen konkurrierenden Erklärungsangeboten im Unklaren gelassen und zögert zwischen einer rationalen und übernatürlichen Aufklärung des Geschehens.
Diese inhärente Spannung überträgt sich auch auf die narrative Ebene, wobei die Unschlüssigkeit des Lesers wesentlich an die limitierten Perspektiven der handelnden Personen und des Erzählers geknüpft ist. Die ambiguierende Funktion eines unzuverlässigen Erzählers bzw. einer latent ambivalenten Erzählperspektive ist für Todorov ein fundamentales strukturelles Merkmal des Genres. Der entsprechende Effekt wird im Konkreten meist durch eine zunächst möglichst direkte, unvermittelte Erzählsituation aus der subjektiven Ich-Perspektive erreicht. Als Durchschnittsmensch angelegt, suggeriert die Position des Erzählers, oft deckungsgleich mit der des Protagonisten, zunächst vor allem eine reelle und authentische Verortung des Berichteten. Diese vertrauenswürdige Rede dient dabei zum Aufbau eines Spannungsverhältnisses, das im Laufe der Erzählung zunehmende Zweifel an der Wahrheit des Erzählten aufkommen lässt. Eine Unmittelbarkeit des Erzählens wird somit suggeriert, aber gleichzeitig permanent als potenziell unzuverlässiges Konstrukt unterlaufen und destabilisiert. Neben der unzuverlässigen Erzählperspektive und der generellen Ambivalenz des Vermittelten, die eine klare Deutungsposition auf der Seite des Lesers erschwert, dient das klassische Fantastische damit vor allem auf funktioneller Ebene als ein Mittel für den Aufbau von Spannung, Angst oder Grauen oder einfach Neugier. Die ambivalente Wahrnehmung schlägt sich damit sowohl in der Vermittlung der erzählten Welt als auch in der unheimlichen Wirkung auf den Leser nieder, der sich mit der Unschlüssigkeit der handelnden Figur bzw. deren ambivalente Perspektive identifiziert. Diese löst sich allerdings auf, sobald am Ende des Erzählten ein natürliches oder übernatürliches Lösungs- und Weltmodell ersichtlich wird und sich der Leser für eine dieser beiden Erklärungen entscheidet. Das reine Fantastische ist nach Todorov aufgrund dessen vor allem als eine Trennungslinie zwischen den benachbarten Gattungen des Wunderbaren und Unheimlichen zu verstehen. Das Unheimliche dient aber als ein Sammelbegriff für Grenzerfahrungen bezüglich der individuellen Wahrnehmung, der Psyche und der gesellschaftlichen Normen, die als mehr oder minder alte Tabus im unerwarteten Wiederkehren, im freudschen Sinne des Wortes, ein unheimliches Gefühl provozieren. Im Gegensatz zum Wunderbaren wird hier das Übernatürliche lediglich als Möglichkeit suggeriert, existiert aber letztendlich nur als ein imaginärer Gegenstand, der in Wahnsinn, Unvorstellbarkeit oder Fremdheit einen vorübergehend fantastisch entgrenzten Charakter erhält. Zitat Todorov: Es ist einzig an die Gefühle der Personen gebunden und nicht an ein materielles Ereignis, das der Vernunft die Stirn bietet. Beim Wunderbaren handelt es sich um eine Realwerdung des Unmöglichen, das, Zitat Todorov, nicht aus den geltenden Naturgesetzen erklärt werden kann und sich auch als ein tatsächliches Element einer wunderbaren Wirklichkeitsebene offenbart. Am Beispiel einer möglichen Geistererscheinung erklärt, würde das Fantastische so in das Unheimliche wechseln, sobald sich die scheinbar von den Toten auferstandenen Personen etwa als Halluzination herausstellt und sich auf diese Weise plausibilisieren lässt. Der Umschwung in das Wunderbare würde erfolgen, sobald sich die Existenz des Geistes als Teil einer spirituell übernatürlichen Gegenordnung bewahrheitet. Beide Gattungsrichtungen, zwischen denen das Fantastische als vermittelnde Grenze auftritt, markieren somit auf unterschiedliche Weise die Grenzen konventioneller Realitätsbegriffe. Wobei es das Fantastische ermöglicht, Zitat Todorov, bestimmte Grenzen zu überschreiten, die ohne seine Unterstützung unantastbar wären. Todorov schließt dabei allegorisch und poetisch funktionierende Texte kategorisch von dieser Unschlüssigkeitsfunktion aus. Unter allegorisch oder poetisch funktionierenden Texten versteht er dabei Werke, die qua ihres formellen Aufbaus, also zum Beispiel in Lyrik oder primär metaphorisch angelegter Literatur, ihren Konstruktcharakter permanent in den Vordergrund rücken. Die für Todorov wesentliche Unschlüssigkeit zwischen zwei möglichen Wirklichkeitsalternativen wird dabei außer Kraft gesetzt, da diese Texte von vornherein signalisieren, dass sie nicht als wörtliche Repräsentation einer Wirklichkeit zu verstehen sind. Zitat Todorov: Wenn das, was wir lesen, ein übernatürliches Ereignis beschreibt und es dann dennoch nötig ist, die Wörter nicht im wörtlichen Sinne zu nehmen, sondern in einem anderen, der auf nichts Übernatürliches verweist, dann ist kein Raum mehr für das Fantastische. Das mangelnde Realitätsprädikat kann übernatürliche Ereignisse auf eine rein metaphorische oder stilistische Funktion reduzieren, die keine unschlüssige Reaktion auf die Ereignisse provozieren würde, wie es für das Fantastische nach Todorov eigentlich notwendig wäre. Todorov selbst fasst die letztendlichen Bedingungen des Fantastischen wie folgt zusammen. Zuerst einmal muss der Text den Leser zwingen, die Welt der handelnden Personen wie eine Welt lebender Personen zu betrachten und ihn unschlüssig werden lassen angesichts der Frage, ob die evozierten Ereignisse einer natürlichen oder unnatürlichen Erklärung bedürfen. Des Weiteren kann diese Unschlüssigkeit dann gleichfalls von einer handelnden Person empfunden werden. So wird die Rolle des Lesers sozusagen einer handelnden Person anvertraut und zur gleichen Zeit findet die Unschlüssigkeit ihre Darstellung, sie wird zu einem der Themen des Werks.
Im Falle einer naiven Lektüre identifiziert sich der reale Leser mit handelnden Personen. Dann ist noch wichtig, dass der Leser in Bezug auf den Text eine bestimmte Haltung einnimmt. Er wird die allegorische Interpretation ebenso zurückweisen wie die poetische Interpretation. Diese drei Forderungen sind nicht gleichwertig. Die erste und die dritte konstituieren tatsächlich die Gattung. Die zweite kann auch unerfüllt bleiben. Dennoch erfüllen die meisten Beispiele alle drei Bedingungen. Während diese Bedingungen durchaus sinnvoll erscheinen, treffen sie bei einigen Texten auf deutliche Schwierigkeiten. Todorov problematisiert diese Ausnahmefälle dabei selbst, unter anderem seiner Betrachtung von Nikolai Gogols Die Nase. In der 1836 erschienenen Erzählung treffen wir auf keine unheimlichen Geistererscheinungen oder etwa schreckliche Traumvisionen. Stattdessen finden wir uns im augenscheinlich normalen Petersburg des 19. Jahrhunderts wieder. Die darin stattfindenden Eskapaden des titelgebenden Riechorgans sowie dessen ursprünglichen Besitzers Kowalow sind allerdings denkbar ungewöhnlich. Diesen erwartet eines Tages beim allmorgendlichen Blick in den Spiegel eine doch sehr ungewohnte Ansicht. Der Kollegienassessor Kowalow wachte ziemlich früh auf, machte brr, brr, was er übrigens immer tat, sobald er aufwachte, wenn er sich auch die Ursache nicht zu erklären vermochte. Kowalow reckte sich und ließ sich einen kleinen, auf dem Tische stehenden Spiegel geben. Er wollte nach dem Hitzbläschen sehen, das ihm gestern Abend auf der Nase entstanden war. Aber zu seinem größten Erstaunen bemerkte er, dass er statt der Nase nur eine vollständig glatte Stelle im Gesicht hatte. Im höchsten Grade erschreckt ließ sich Kowalow Wasser reichen und rieb sich mit einem Handtuch die Augen. Wirklich, er hatte keine Nase mehr. Er begann sich mit den Händen zu befühlen, er kniff sich, um sich zu überzeugen, ob er nicht schliefe. Nein, allem Anschein nach schlief er nicht mehr. Da sprang der Kollegienassessor Kowalow aus dem Bett und schüttelte sich. Nein, keine Nase mehr. Er ließ sich sofort die Kleider geben und eilte dann geradewegs zu dem Oberpolizeimeister. An der Einfahrt hielt ein Wagen. Der Schlag wurde geöffnet und heraustrat in gebückter Haltung ein Herr in Uniform und eilte die Treppe hinan. Wie groß war Kowalows Schrecken und Erstaunen, als er bemerkte, dass dies seine eigene Nase war. Bei dieser außerordentlichen Erscheinung war es ihm, als ob alles um ihn herum sich drehte. Er fühlte, dass er sich kaum auf den Beinen zu halten vermochte. Allein er beschloss, am ganzen Leibe bebend, als hätte er das Fieber, unter allen Umständen zu warten, bis die Nase in den Wagen zurückkehren würde. Nach Verlauf von 2 Minuten kam die Nase wirklich wieder heraus. Sie war in goldgestickter Uniform mit großem Stehkragen. Sie trug flämisch-lederne Beinkleider und an der Seite hing ein Degen. Der mit Federbusch geschmückte Hut ließ vermuten, dass sie den Rang eines Staatsrats bekleide. An allem war zu erkennen, dass sie Besuche machte. Sie blickte sich nach beiden Seiten um, rief dem Kutscher zu, weiter, setzte sich in den Wagen und fuhr davon. Das Auftreten der Nase, die uns und Kowalow hier zufällig über den Weg läuft, unterscheidet sich deutlich von den Beispielen, die wir bisher gehört haben. Obwohl wir, genau wie Kowalow, uns beim Lesen oder Hören innerlich kurz zicken müssen, nach dem Motto, läuft hier gerade wirklich eine ausgewachsene Nase durch die Stadt, wird uns aus der Schilderung kein Zweifel gelassen. Es handelt sich um keinen Traum oder eine im Fieberwahn entstellte Welt, die uns präsentiert wird, auch wenn im Text selbst auf diese Möglichkeit kurz angespielt wird. Vielmehr haben wir hier das normale Petersburg des 19. Jahrhunderts und einen augenscheinlich relativ normalen Beamten, der darin seine eigene Nase hinterherjagt. Paradoxerweise stellt uns dieses definitiv fantastische bzw. unmögliche Ereignis, schließlich kommen uns nicht regelmäßig unsere Nasen abhanden und gehen auf Reise, in seiner dezidiert realistisch oder banalen Präsentation vor umso größere Rätsel. Zitat Todorov: Der Leser hat also einigen Grund, sich zu fragen, ob die Nase nicht vielleicht auch anderswo eine Bedeutung habe als die wörtliche. Zudem ist die Welt, die Gogol beschreibt, keineswegs eine Welt des Wunderbaren, wie man es vielleicht erwarten könnte. Es ist das Leben von Petersburg in seinen alltäglichsten Einzelheiten. Das heißt, dass die übernatürlichen Elemente wohl nicht dazu da sind, eine von der unseren verschiedene Welt zu evozieren. Infolgedessen ist man versucht, eine allegorische Deutung für sie zu finden. An diesem Punkt angekommen, hält der Leser jedoch verblüfft inne. Uns wird eine Alltagswirklichkeit in all ihren Banalitäten präsentiert. Büroangestellte, deren Morgenroutinen, Dienstmagistrate, die wie immer ihren Besuchen nachgehen, nur dass mitten darin eine Nase auftaucht. Deren Abwesenheit bzw. Anwesenheit
und genauere Konstitution übrigens bis zum Schluss konsequent nicht erklärt wird. Was fangen wir also an mit dieser Nase, die durchwegs unerklärt bleibt und keine einfache Zuordnung in unheimliche, wunderbare oder allegorische Gefilde zulässt? An dieser Stelle findet Todorov einen interessanten Ansatz, der uns bereits die potenzielle Richtung des Neofantastischen aufzeigt. Die Unmöglichkeit, den übernatürlichen Elementen der Geschichte einen allegorischen Sinn beizulegen, verweist uns wieder auf die wörtliche Bedeutung. Auf dieser Stufe wird die Nase zur reinen Inkarnation des Absurden, des Unmöglichen. Denn selbst wenn man die Metamorphosen akzeptierte, so könnte man doch den Reaktionsmangel der Menschen, die die Zeugen dieser Metamorphosen sind, nicht erklären. Die Nase stellt also in doppelter Hinsicht das Problem der Allegorie. Einerseits zeigt sie, dass man den Eindruck erwecken kann, es gebe eine allegorische Bedeutung, wo sie in Wahrheit fehlt, und andererseits schildert sie, wo sie die Metamorphosen einer Nase schildert, zugleich die Abenteuer der Allegorie selbst. Aufgrund dieser und einiger anderer Eigenarten kündigt die Nase an, welchen Weg die Literatur des Übernatürlichen im 20. Jahrhundert nehmen wird. Ein binäres Entweder-Oder einteilen im Sinne von Illusion oder Wahrheit, auf das das Schema des klassischen Fantastischen nach Todorov letztendlich hinausläuft, wird dadurch unmöglich gemacht. Das anfängliche Zögern wandelt sich somit zu einem grundsätzlicheren Hinauszögern und die sprachliche Ungewissheit und Ambivalenz zu einem generalisierten Charakteristikum der erzählten Welt, die sich einer eindeutigen Auslegung und Lektüre dadurch bewusst entzieht. Damit kündigt sich sowohl ein anderes Welt- und Wirklichkeitsverständnis als auch eine andere Funktionsweise des Fantastischen an, die über Todorovs Modell hinausgeht. Für Todorov ist die Funktion des Fantastischen neben einem literarisch-ästhetischen Mittel zum Aufbau von Spannung oder Inszenierung unwirklicher Ereignisse, nämlich vor allem das Thematisieren der gesellschaftlich tabuisierten Themen des 19. Jahrhunderts, die unter dem Deckmantel des Fantastischen verfremdet und somit erstmals behandelbar werden. Bei einer Übersicht der gemeinhin kanonischen Erzählungen des 19. Jahrhunderts hat man, Zitat Todorov, den Eindruck, eine Liste verbotener Themen zu lesen, die von irgendeiner Zensur aufgestellt worden ist. Jedes dieser Themen ist tatsächlich auch verboten worden und kann auch heute verboten werden. Motive wie der Tod, das Leben nach dem Tod, Leichen und Vampire, Sexualität, Gewalt und Begierde behandeln dabei verdrängte Dimensionen der menschlichen Existenz, das Unbewusste und die Triebe. Während im Themenkomplex Wahrnehmung und Bewusstsein, Zitat Todorov, Motive des Wahnsinns, der Persönlichkeitsspaltung oder der Transformation von Zeit und Raum, die Grenzen zwischen Materie und Geist in Frage gestellt werden. Es ist hierbei für Todorov wenig überraschend, dass sich alle Themen der fantastischen Literatur in den Handbüchern der Psychopathologie auffinden lassen. Diese stellt für ihn jedoch nicht die eigentliche Quelle bzw. das Vorbild der fantastischen Grenzüberschreitungen dar, sondern setzt vielmehr den breiteren kulturellen Paradigmenwechsel der Moderne fort, in den Rahmen die vormals tabuisierten Grenzen der menschlichen Natur in nunmehr entzauberter, aber nicht minder kontroverser Gestalt auch ihren Einzug in wissenschaftliche Diskurse nehmen. Man beginnt heute bereits zu vergessen, auf welchen Widerstand die Psychoanalyse in ihren Anfängen gestoßen ist. Und zwar nicht nur seitens der Wissenschaftler, die ihr keinen Glauben schenkten, sondern auch und besonders seitens der Gesellschaft. In der menschlichen Psyche hat sich ein Wandel vollzogen, dessen Zeichen die Psychoanalyse ist. Derselbe Wandel hat die Errichtung jener gesellschaftlichen Zensur des 19. Jahrhunderts provoziert, die es verbot, gewisse Themen zu behandeln. Dies alles soll nicht heißen, dass das Erscheinen der Psychoanalyse die Tabus zerstört hat. Sie haben sich einfach verschoben. Es lässt sich an dieser Stelle erkennen, warum nach Todorov die soziale Funktion und literarische Funktion des Fantastischen mit Beginn des 20. Jahrhunderts zunehmend an Bedeutung verliert. So büßt das Fantastische zum einen seinen vormals subversiven Gestus durch die diskursive Normierung der ihm zugrunde liegenden Grenzphänomene ein. Anstelle des fantastischen Erzählers, dessen sich konstant verschiebende Perspektivierung einen Blick in die widersprüchlichen Tiefen der Wahrnehmung des Bewusstseins in der menschlichen Subjektivität erlauben, nimmt nun, Zitat Todorov, der Psychoanalytiker eine ähnlich explorative Haltung ein, die der des Erzählers einer fantastischen Geschichte analog ist. Das Genre wird nach Todorov deshalb spätestens mit dem Ende der Moderne und mit der fortschreitenden Relativierung von deren Gewissheiten obsolet. Das Fantastische, so sein Schluss, begeht in seiner Funktion als ein Medium der kritisch-subversiven Hinterfragung und Problematisierung statischer Realitätsideale und der damit zusammenhängenden Repräsentationsansprüche realistischer Literatur bzw. realistischer Diskurse letztendlich literarischen Selbstmord. Zitat Todorov: Weit davon entfernt, ein Lobgesang des Imaginären zu sein, setzt die fantastische Literatur den größten Teil des Textes als dem Realen zugehörig, oder genauer gesagt als von diesem provoziert. Das 19. Jahrhundert war zwar in einer Metaphysik des Realen, des Imaginären befangen, und die fantastische Literatur ist nichts anderes als das schlechte Gewissen des positivistischen 19. Jahrhunderts.
Man kann aber heute nicht mehr an eine unveränderliche äußere Realität glauben und ebenso wenig an eine Literatur, die die Transkription dieser Realität wäre. Die fantastische Literatur selbst hat dadurch ihren todbringenden Stoß erhalten. Anstatt allerdings das Ende eines ganzen literarischen Genres einzuläuten, wie Todorov es hier tut, können wir hier allerdings einen Schritt weiter gehen, wenn wir an die ambivalenten Funktionsweisen des Fantastischen als eine grundsätzliche Problematisierung der Kategorien des Realen und Realistischen anschließen, die Todorov bereits in Bezug auf Gogols Die Nase erwähnt. Ein zweiter Problemfall, den Todorov am Schluss seiner Einführung in die fantastische Literatur skizziert, kann an dieser Stelle aufschlussreich sein. Franz Kafkas Die Verwandlung ist nach Todorov nämlich symptomatisch für die Literatur des 20. Jahrhunderts, die nicht mehr in Gänze mit den Paradigmen der klassischen Fantastik übereinstimmt. Hören wir uns also kurz den Anfang der Erzählung an, die mit dem Erwachen Gregor Samsas in einer denkbar verstörenden Situation beginnt. Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Er lag auf seinem panzerartig harten Rücken und sah, wenn er den Kopf ein wenig hob, seinen gewölbten, braunen, von bogenförmigen Versteifungen geteilten Bauch, auf dessen Höhe sich die Bettdecke zum gänzlichen Niedergleiten bereit kaum noch erhalten konnte. Seine vielen, im Vergleich zu seinem sonstigen Umfang kläglich dünnen Beine, flimmerten ihm hilflos vor den Augen. Was ist mit mir geschehen? Dachte er. Es war kein Traum. Sein Zimmer, ein richtiges, nur etwas zu kleines Menschenzimmer, lag ruhig zwischen den vier wohlbekannten Wänden. Über dem Tisch, auf dem eine auseinandergepackte Musterkollektion von Tuchwaren ausgebreitet war, Samsa war Reisender, hing das Bild, das er vor kurzem aus einer illustrierten Zeitschrift ausgeschnitten und in einem hübschen vergoldeten Rahmen untergebracht hatte. Gregors Blick richtete sich dann zum Fenster und das trübe Wetter, man hörte Regentropfen auf das Fensterblech aufschlagen, machte ihn ganz melancholisch. Wie wäre es, wenn ich noch ein wenig weiter schliefe und alle Narrheiten vergäße, dachte er. Aber das war gänzlich undurchführbar, denn er war gewöhnt, auf der rechten Seite zu schlafen, konnte sich aber in seinem gegenwärtigen Zustand nicht in diese Lage bringen. Mit welcher Kraft er sich auch auf die rechte Seite warf, immer wieder schaukelte er in die Rückenlage zurück. Er versuchte es wohl 100 Mal, schloss die Augen, um die zappelnden Beine nicht sehen zu müssen, und ließ erst ab, als er in der Seite einen noch nie gefühlten, leichten, dumpfen Schmerz zu fühlen begann. Die unerklärliche Verwandlung Samsas erhält in ihrer nüchternen Schilderung eine schreckliche Gewissheit, die allerdings weder dem hilflosen Protagonisten noch dem perplexen Leser Orientierung bietet. Ebenso fehlt hier jegliche Indikation eines Zweifels an der Tatsächlichkeit dieser offensichtlich unmöglichen Metamorphose, die sich allerdings in ihrer enigmatischen Natur der definitiven Einordnung als Allegorie verschließt. Wir sehen uns hier mit einem grundsätzlichen Paradox des Unerklärlichen konfrontiert, das nach einer unnahbaren, mysteriösen Eigenlogik und deren Spielregeln agieren zu scheint, die das Leben der Protagonisten determiniert. Es ist damit in seiner irreduziblen Präsenz und Wirkung absolut und unglaublich nahe, aber in seiner Unzugänglichkeit und Sinnverweigerung gleichzeitig unglaublich fern. Eine räumliche Repräsentation dieses Musters findet sich übrigens in Kafkas Das Schloss, in dessen wortwörtlich phantasmatisches Inneres der Protagonist der Geschichte nie vordringt. Im Gegensatz zum potenziellen Geisterhaus, das House of Usher Powys, haben wir damit zum Beispiel keine räumliche Schwelle in übernatürliche oder tabuisierte Gefilde, sondern eine fundamentale Leerstelle, einen weißen Fleck der Absenz unserer alltäglichen Raum- und Sinngeometrien, die hier offenbar nicht mehr gelten. Dieser leerstellenhafte Kern der Welt Kafkas erscheint damit aber nicht minder real, nur dass dieses Real hier einen inneren löchrigen, offenen und vieldeutigen Status erhält. Das Fantastische in Gestalt der Verwandlung eines absurden Prozesses oder eines unzugänglichen Schlosses funktioniert keineswegs mehr als ein bloßes literarisches Ventil für, Zitat Todorov, das schlechte Gewissen des 19. Jahrhunderts.
Kafka ist dabei sowohl ein Symptom für die graduelle Neuausrichtung des Genres im 20. Jahrhundert, als auch ein bedeutendes Vorbild, an dem vor allem lateinamerikanische Autoren wie Borges oder Cortázar anknüpfen. Deren Fantastisches ist im Allgemeinen äquivalent zu dem Kafkas nicht mehr als ein kontrastiver bzw. schockierender Bruch mit dem rationalistischen Weltbild und dessen Tabus zu verstehen, sondern als literarischer Brückenkopf zu einem erweiterten Wirklichkeitsverständnis, in dessen Rahmen die unmöglichen Ausnahmen als mögliche Teile eines undurchschaubaren, aber in seiner Offenheit umso komplexeren und befreienderen existenziellen Spiels gedacht werden. In den Schlussbemerkungen seines Theoriebandes ordnet Todorov selbst diese neueren Phantasmen einem verallgemeinerten Fantastischen zu, das die gesamte Welt des Buches und die der Leser selbst mit einbezieht. Dieser Abschlusspunkt Todorovs bildet dabei den Anfangspunkt für den Neofantastikbegriff des spanischen Literaturwissenschaftlers Jaime Alazraki, den er mit seinem 1983 erschienenen Band In Busca del Unicornio, Los Cuentos de Julio Cortázar, Elementos para una Poética de lo Neofantástico etablierte. Alazraki geht darin der Frage nach, wie sich die zahlreichen Autoren des 20. Jahrhunderts, deren Werke nicht unter Todorovs Modell fallen, unter anderem Borges, Cortázar und natürlich Kafka, in die Tradition der fantastischen Literatur einordnen lassen. Nach Alazraki zeichnen sich die Erzählungen der neofantastischen Literatur zunächst durch die Merkmale aus, die für Todorov noch wesentliche Ausschlusskriterien für das Funktionieren der fantastischen Ambivalenz bilden. Das Eindringen des Anderen gestaltet sich nicht als spannungsvoll aufgeladener Moment des Unheimlichen, der als negativ der Realität, die zuvor etablierten Realitätspostulate zu brechen droht, sondern bildet gerade den ambivalenten Zugang zu einer neuen Wahrnehmungsform, einer grundlegend ambigen Wirklichkeit. Alazraki bezieht sich dabei auf eine generell postmodern pluralistische Weltsicht der Relativität, in der objektive Wahrheits- wie auch Wirklichkeitsbegriffe zunehmend an Rang verlieren. Das Ideal einer unmittelbar erfahr- und vermittelbaren Weltsicht weicht nach Alazraki die Akzeptanz einer grundsätzlichen Liminalität, einer Relativität des Seins, una logica della ambiguidad y la indefinición, die sich niemals vollkommen durchdringen lässt, sondern stattdessen eine Erfahrung der permanenten Ambivalenz und Nicht-Festlegbarkeit mit sich bringt. Das Wirkliche, auf das sich das Neofantastische bezieht, ist somit inhärent porös und durchlässig. Ein kontingenter Flickenteppich unterschiedlichster Realitäts-, Wahrnehmungs- und Wirklichkeitsmöglichkeiten sowie Unmöglichkeiten. Was in der klassischen Fantastik noch in der Form des momentanen Zögerns zwischen mimetischem Realen und fantastischem Irrealen als problematisches Symptom hervortrat, kann nun als ein dezidierter Versuch der literarischen Inszenierung und Bewältigung einer tiefgreifenden Erkenntnis- und vor allem Repräsentationskrise aufgefasst werden. Die Poetik des Neofantastischen überschreitet nach Alazraki auf diese Weise bewusst die Maßstäbe der binären Logik, einer Differenzierung zwischen Realem oder Irrealem, Traum und Wirklichkeit, Möglichem und Unmöglichem. Neofantastische Texte lassen sich nach Alazraki deshalb nicht als bloße Inszenierung eines Bruchs im Sinne von Todorov, sondern als komplexere Metaphern verstehen, die als variable Spiegelbilder einer liminalen Realität und deren undurchschaubare Grammatiken funktionieren. In den Erzählungen Julio Cortázars, anhand derer Alazraki seinen Neofantastikbegriff aufbaut, findet analog dazu ein häufiges Auseinanderblättern überlappender Realitäts- und Identitätsebenen statt, deren fantastische Momente bereits von Beginn an in quasi natürlicher Manier etabliert werden und sich so dem dramatischen Konflikt der klassischen Dichotomie Todorovs zwischen Natürlichem und Übernatürlichen von vornherein entziehen und diese sogar unterlaufen. Das Fantastische wird auf diese Weise naturalisiert und bleibt zudem durchwegs als ein Paradox, als eine permanent offene Leerstelle bestehen und macht damit eine definitive Lösung bzw. eine Deutung des Textes durch den Leser unmöglich. Die auf diese Weise aufgeweichte Realität bzw. textuelle Welt des Neofantastischen ist nach Alazraki in dieser Hinsicht sogar eigentlich realistischer, da sie nicht von vornherein vorgibt, eine eindeutige Weltsicht und damit Wahrheit präsentieren zu können, sondern genau diese Ideen und deren Repräsentationsweisen in Frage stellt. Das Ziel des Neofantastischen ist es somit keineswegs, rein ästhetische Alternativwelten oder eskapistische Visionen des Wunderbaren zu präsentieren. Vielmehr bildet dieses neue Fantastische des 20. Jahrhunderts Versuche ab, eine mehrdimensionale Welt und deren existenzielle Geometrien zu verstehen, wobei der Begriff Geometrien bei Alazraki Synonym für Sinnsysteme ist. Neben der offensichtlichen, kausalen Geometrie, die den Grundstein normativer Realitätsannahmen bildet,
existieren nämlich von anderen Perspektiven aus gesehen durchaus weitere, nicht kausale Grammatiken, das heißt des Zufalls, des Unmöglichen, des Undenkbaren und des Verblüffenden, die normale oder etablierte Geometrien und Weltansichten relativieren können, als eine von vielen. Das Werk des argentinischen Autors Julio Cortázar, anhand dessen fantastische Erzählungen al-Azraqi seine theoretischen Überlegungen illustriert, ist exemplarisch für genau diese Auffassung von Realität und dem realistischen Potenzial der Fantastik. Hören wir an dieser Stelle abschließend kurz in ein Fernsehinterview mit Cortázar rein, in dem er seine Poetik einer realistischen Fantastik oder fantastischen Realität gegenüber den traditionellen Auffassungen von Fantastischem und Realem differenziert. Después de los Reyes aparece el primer libro donde ya quizá está presente la manera de hacer de Cortázar, esa manera de hacer con la que nos acabaríamos identificando, que es bestiario, donde se recopilan 6 cuentos. Ahí abandona ya la preocupación, digamos, formalista de las obras anteriores, aparece su lenguaje coloquial y más directo, y surgen ahí los elementos fantásticos del absurdo, del humor, todos ellos muy, muy entrelazados. Bueno, esto en realidad te ha traído de vuelta la pregunta anterior, porque tú has hablado de lo fantástico. Y es ahí justamente donde se sitúa la noción que yo tengo de la realidad y que creo que era lo que tú querías saber anteriormente. Sí, toda esa serie de cuentos de bestiario son los primeros cuentos en que yo me sentí relativamente seguro de haber dicho lo que quería decir. Son cuentos fantásticos, pero lo que pasa es que la noción de fantástico es una noción que también el diccionario, el cementerio, ha dividido para separarlo de lo real. Yo he dicho por ahí, y te lo repito porque creo que es bastante ilustrativo, que una de mis tristezas de niño fue cuando, habiendo leído una novela de Julio Verne, que es uno de mis maestros, que extrañamente, en vez de ser una novela de anticipación científica, era una novela fantástica, porque por primera vez planteaba el tema del hombre invisible, que luego Wells volvió célebre. Esa novela, que es poco leída, se llama El secreto de Wilhelm Storitz, a mí me había absolutamente fascinado. Y entonces la presencia de un hombre invisible a mí me parecía, bueno, perfectamente posible en las circunstancias del libro. Y le di esa novela a un compañero de escuela primaria, debía yo tener 12 años, y era un chico que leía, que le gustaba leer, yo se lo di, esperando que él se maravillase tanto como yo. Y me lo devolvió 2 días después, desdeñosamente, diciéndome, no, esto es demasiado fantástico. Y ahí apareció la palabrita. Entonces, ese día, sin poder racionalizarlo, en mi ignorancia de niño, yo me di cuenta oscuramente que mi noción de lo fantástico no tenía nada que ver con la noción que podía tener mi madre, mi hermana, mi familia y mis condiscípulos. O sea que descubrí, y era un poco penoso, que yo me movía con naturalidad en el territorio de lo fantástico sin distinguirlo demasiado del territorio real. Claro. Es decir, que sucedieran cosas fantásticas en los libros o que pudieran sucederme a mí en la vida, eran hechos que yo asumía sin protesta y sin escándalo. Y me encontré envuelto ya en un sistema social donde eso sí es un escándalo y se lo reduce inmediatamente de manera racional, diciendo, bueno, es una casualidad, es una coincidencia. No, es una excepción. ¿Ves? Todas las maneras de echar hacia atrás lo que te está amenazando por otros caminos que los caminos de la lógica. Bueno, entonces, como ves, mi noción de fantástico es una noción que finalmente no es diferente de la noción del realismo para mí, porque mi realidad es una realidad donde lo fantástico y lo real se entrecruza cotidianamente. Lo fantástico a veces es la cara oculta de la moneda y a veces es la cara visible de la moneda. Sí, exactamente, es eso. Wirklichkeit und Fantastisches als zwei Seiten derselben Münze. Damit knüpft das Schreiben Cortázars zwar deutlich an die Traditionen des Fantastischen an, vom ambivalenten Realitätsstatus des imaginierten Phantasmas bis hin zum Unschlüssigkeitsmoment Todorovs, denkt dieser aber auf seine eigene Art weiter. Der grundsätzliche Moment, eine Unschlüssigkeit zwischen mehreren Realitäts- und Subjektebenen, bleibt dabei zwar grundsätzlich erhalten, konstituiert sich allerdings nicht mehr als eine binär angelegte Entscheidungsunmöglichkeit zwischen einer potenziell natürlichen oder übernatürlichen Erklärung.
Stattdessen zeichnen sich die Perspektiven und Welten der Protagonisten Cortázars durch eine konstante Verschiebung, Parallelisierung und Überlappung mehrerer Realitäts- und Medialitätsebenen aus, die in ihrem spielerischen Wechsel keine einheitliche Zuordnung in diese Kategorien zulassen. Die Frage Todorovs, mit der wir begonnen haben, Wirklichkeit oder Traum, Wahrheit oder Illusion, stellt uns in der neofantastischen Literatur somit vor ein grundsätzlicheres Dilemma, indem wir uns nicht auf einer der beiden Seiten verorten können, sondern uns nun permanent auf der Schwelle, einem löchrigen Dazwischen bewegen. Diese neue, poröse Textur des Realen sollten wir aber nicht als Begrenzung oder als ein illusorisches, undurchschaubares Trug- bzw. Simulationsbild auffassen, sondern als Chance und Einladung, die nunmehr offenen Poren des Realen und deren teils absurde, teils surreale Möglichkeiten zu erkunden und literarisch mit auszuspielen.